Powered by TBF, Global Asset Management. Seid ihr bereit? Doch, mach rein. Das ist geil. Wer war, nenne einen Bundesliga-Stürmer von der Saison 2019-2020, wo in den Mannschaften halt im Kader war? Niederlechner. Ah, Bundesliga, gell? Stürmer. Ja. Ja. Haaland. Dann haben wir Füllkuchen. Nächste. Petersen. Ja. Volland. Mhm. Gibt es da auch einen Timer? Oder? Wir warten noch kurz. Ich glaube. 10 Sekunden noch. Fünf Sekunden. Peter Maric. Ja, Selke und so weiter ist noch gegeben. Hatte, glaube ich, nicht mal alle drauf. Pizarro oder so. Ja, Wout Weghorst. Wout Weghorst. Bundesliga Schalke. So. Wer, also ich habe jetzt auch, sag ich mal, das habe ich dir vorhin nicht erklärt. Das erkläre ich noch kurz. Bei den Gewinnern zum Beispiel vorhin habe ich, was habe ich gemacht? Champions League. Dass nur ein Name einmal genannt werden darf. Wenn zum Beispiel Real Madrid gesagt wurde, ist es vorbei, egal wie oft sie gewonnen haben. Ah, okay. Also Gewinner der letzten 15 Europa League, also die Titelträger. Sevilla. Hab ich schon die Hälfte. Ich glaube, die haben 3-mal gewonnen. 6-mal, glaube ich. Schwierig, ja. Ich sag, war nicht mal Chelsea? Hat nicht mal Chelsea gewonnen? Man United. Echt? Ja? Vor 3 Jahren? Ja, 2017. War das Portugiesisch vielleicht Porto? Sondex. Ja, 2009. Das Deutsche ist ja nur für die Europa. Schwer. Valencia? Nein, waren noch 3. Petersburg, ZSK Moskau und Atletico Madrid. So. Wer ist in der ewigen Torjägerliste der Weltmeisterschaft vertreten? Top 10. Fang ich an. Lauter. Das ist ein Vorteil, wenn man anfängt, ohne nichts weiter. Soll ich jetzt anfangen? Ja, fang nur an. Gerd Müller. Lukaku? Nicht ernst. Nein. Nein, ich glaube. Der Weltmeisterschaft, gell? Ja, Weltmeisterschaft. Oh. Thomas Müller. Echt? Nein, war falsch. Klose? Klose? Ja. Ich weiß noch nicht. Okay. Ronaldo. Der dicke. Der dicke Ronaldo, oder? Letzte Weltmeisterschaft. Ich hoffe, ein ganz bekannter Bavianer, den kennst du. Ah ja. Das ist ja insgesamt, wie viele Tore sie haben, weißt du, so über mehrere Weltmeisterschaften. Ah, okay. Lineker. Das Spiel aus Elf.
Und meldet sich bei mir auch. Nee. Klasse. Verstanden. Es war noch 4, 6. Klinsmann, Sandro Kostic, Gabriel Batistu, keine Ahnung, Helmut Rahn, den kennen wir vielleicht noch. Kretzko Alato. Ganz alte halt. Das war's.